Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen, aber auch bei uns im Kreis Warendorf, haben sich vorbildlich, diszipliniert und solidarisch an die strengen Corona-Schutzregeln gehalten. Dafür möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken. Das war eine tolle Gemeinschaftsleistung. Und nur so konnte es gelingen, die Infektionszahlen auf ein niedriges Niveau herunterzudrücken. Und wir können jetzt die nächste Lockerungsstufe in Nordrhein-Westfalen starten, nämlich die Öffnung der Sportstätten und der Gastronomie unter strengen Auflagen. Ich bin sehr optimistisch, dass diese strengen Auflagen, aber auch die Solidarität, dieses Aufeinanderachten, diese Rücksichtnahme, wie wir sie in den letzten Wochen so positiv erleben durften, auch in der Gastronomie funktionieren werden. Gastwirte, deren Mitarbeiter, die Köche, die Bedienung, die Aushilfen arbeiten ja immer dann, wenn wir Normalbürger frei haben, nämlich abends, am Wochenende oder mittags. Und wir haben jetzt alle die tolle Gelegenheit, den Gastwirten und deren Beschäftigten ein Stück weit zurückzugeben, was sie uns in all den Jahren immer Gutes getan haben. Bestellen Sie bei Ihrem Lieblingsrestaurant einen Tisch oder bestellen Sie was Schönes zu essen für zu Hause. Und vor allem geben Sie der Bedienung beim nächsten Mal ein bisschen mehr Trinkgeld als normal, denn sie hat's verdient. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie ge gesund und denken Sie an unsere Gastronomie, denn wir haben alle etwas davon, wenn wir eine bunte, tolle Gastronomielandschaft in unseren Dörfern und Städten haben. Das ist eine echte Bereicherung für uns, das ist ein schönes Stück Heimat und das wollen wir gemeinsam erhalten.